segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000-mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Also ich werde mir das auf jeden Fall holen. Ich glaube, die verarschen mich hier nur ein bisschen. Na los, Captain Kielbock! Sag mir, ich stehe unter Arrest! Sag es! Deine Brüder? Flieg davon, Bürschchen! Zurück zu deinem Herrn! Ei, ich war mit ihnen auf Kaperfahrt, bis der Krieg beendet war. Ich sehe dich an Land. Ich glaube, das war Blackbeard. Würde ich jetzt mal so grob behaupten, ne? So nach der Stimme zu urteilen. Okay, ich plane mir mal kurz den Weg zu der Mission hin. Ist aber ganz schön weit, kann es sein? Ich kann es immer noch nicht richtig einschätzen. Ne, das sind nur 100 Meter, okay. Das ist ja nicht allzu weit. Aber vielleicht sollten wir uns wirklich, es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber wir sollten uns vielleicht wieder Kugeln kaufen und uns ein bisschen besser ausrüsten. Eigentlich wollte ich ja unser Schiff erstmal ein bisschen ausrüsten. Aber es schadet ja nicht, selber gut ausgerüstet zu sein. Offizierskurzschwert, warte mal. Das hat 1, 2, 1. Das ist scheiße. Wieso haben wir das ausgerüstet? Weil das hier kostet. Okay. Ja, dann behalten wir mal das Offizierschwert, Pistolensets. Wir haben die ganz einfache Steinschlosspistolen. Okay, Munition. Warte. Nein, das wollte ich nicht. Munition sollten wir kaufen. Kugeln sollten wir einfach ganz auffüllen. Gut, warte, Munition gibt es ja auch noch, die schönen Rauchbomben. Die haben wir sogar voll. Okay, dann gehen wir mal wieder aus diesem schönen Laden raus. Und gucken mal, was uns bei der nächsten Mission erwartet. Mal sehen. Und wer ist das? Ach, das ist unser Quartiermeister, genau. Wir stellen ein. Okay, machen wir. Mal sehen. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. Also nicht Blackbeard. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Doch sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Mal sehen, wie viel es kosten würde. Zum Glück habe ich gerade nicht mein ganzes Geld rausgehauen. Ich glaube nämlich nicht, dass die einfach so mitgehen werden. Ja, okay. Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern. Sie können Piraten in Not helfen. Okay.
Ich glaube, ich mach's mir einfach ganz einfach und geh in die Taverne und hol sie mir da. Alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Hey, Leute, ihr könnt nicht einfach in einen auf eine Insel gehen und denken, ja, euch passiert nichts oder. Oh. Ja. Ich würde sagen, das nennt man Scharfschütze. Ich wollte den jetzt eigentlich die ausschalten, aber anscheinend darf ich das nicht. Dann eben nicht. A modicum of prudence might be in order. Your... Was? Ja gut, warte, ich glaube. Hey, komm was! Junge, du hast mich verraten. Weißt du, wie gemein das ist? Ich wollte mich hier verstecken, ne? Und kommt der da einfach her. Und muckt mich an. Du, man zielt nicht aus dieser Entfernung auf einen unbewaffneten Menschen. Na gut, ich bin nicht ganz so unbewaffnet. Gut, ja, ich glaube, ich behalte das Gewehr. Ich finde es toll. Und deswegen gehört das jetzt mir. Warte, kann ich denn... Warte, ich wollte nur... nachladen. Ach, das kann ich auch im Rennen tun. Das ist doch schön. So. Ach so, ich muss jetzt auch mit dem... Nein, nee, mit dem Schwert werde ich nicht kämpfen. Ich kämpfe nicht mit diesem Scheißschwert. Mit diesem... Was nimmt der denn hoch? Das wollte ich doch gar nicht. Ich will das hier. Und jetzt bitte nachladen. Weil ich glaube nämlich, dass dieses Gewehr eine ordentliche Reichweite haben müsste. Könnten wir ja mal testen. Und? Ja, ja, komm. Man kann es benutzen, sagen wir es so. Ja, ja. Es braucht bloß ein bisschen lang zum Nachladen. Das ist die einzigste Schwäche von diesem Gewehr. Aber ja, es hat eine ordentliche Reichweite und macht schon Schaden. Also muss man dem Gewehr lassen. Warte mal. Warte kurz. Gut, danke, mein Freund. Warte kurz. Ich lade kurz nach. Achso, die Piraten, die helfen mir natürlich. Stimmt, da hätte ich auch selber dran denken können. Die helfen mir natürlich und verteidigen mich. Haben die denn... Nein, warte, ich will eigentlich plündern. Danach hebe ich natürlich mein Scharfschützengewehr wieder auf. Mein sehr altmodisches Scharfschützengewehr, wie ich sagen darf. Und mal sehen, ob da noch so Halunken sind. So, und jetzt, Leute, jetzt reicht's. Ne, wisst ihr, ich könnte doch nicht... Hey, ihr könnt nicht einfach irgendwelche Leute erschießen. Es geht einfach zu weit. Warte, ich nehme mir das mal kurz mit. So, die Munition nehme ich mir auch mit. Und ich glaube, ich kämpfe einfach mit meinen eigenen Waffen. Und ich glaube, ich darf mich nicht entdecken lassen, oder? Und ich darf einfach niemanden angreifen, glaube ich. Weil wenn ich jetzt halt einen angreifen würde, dann würden die mich entdecken und das wäre ein bisschen blöd. Aber überall, wo ich die Leute anheuern kann, stehen auch diese Soldaten. So, den hätte ich. Nein, nein, nein. Ach komm. Wieso macht er denn eigentlich immer genau das, was ich nicht will? Komm doch zurück. Ich habe gedacht, du wärst so gut im Schießen. Habe ich den? Nee, ich habe den nicht. Das ist scheiße. Ich glaube, ich hoffe jetzt mal einfach, dass sie nicht hier hochkommen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie mich bemerkt haben oder so. Ich bin halt eher so der Sniper-Typ, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe mit der Waffe auch unendlich Munition, deswegen sollten wir das ein bisschen ausnutzen und nicht unsere Munition verschwenden. Dann mal nachladen und... Nein, ich wollte da runterspringen. Ich wollte aber meine Waffe behalten. Wo habe ich die jetzt hingeschmissen? Na gut, macht jetzt eigentlich auch keinen Sinn, die ganze Zeit mit dieser Waffe hier rumzurennen.
Wer schneller schießt, ist besser, hä? Gut, dann würde ich sagen, lassen wir die Waffe auch da liegen, wo sie ist. Gut, den hätten wir natürlich. Lad mal schnell nach. Gut, den hätten wir natürlich. Hey! Man greift nicht aus dem Hinterhalt an. Das macht man einfach nicht. Nein. Macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Leute, das bringt man einem schon in der Schule bei. Aber ja, gut. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Das können sie natürlich machen, aber ist halt ein bisschen unfair. Kann ich nicht auf die Palmen drauf. So, mal sehen. Können wir denn auch mehr anheuern, als wir haben können? Warte mal. Du wurdest als Leichtmatrose für unser feines Kriegsschiff auserwählt. Ja. Oh. Ja, und jetzt werde ich gleich getötet. Kadaver wird sich dir je beugen. Gracias. Meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Sehr schön. 2 Crewmitglieder gewonnen. Wir brauchen nur noch 5 Stück. Das sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Aber es ist auch irgendwie... So, die beiden hätten wir. Da ist kein anderer gewesen. Die könnten wir noch plündern. Vielleicht haben sie Munition bei sich. Ich habe ein bisschen an die anderen verschwendet. An ihre Kumpels halt. Rauchbomben hatte der eine dabei. Nee, der andere hatte gar nichts. Doch, 3 Kugeln. Der hat unsere Kugeln wiedergegeben. Finde ich... sehr, sehr nett. Warte mal. Warte, ich werde ihn jetzt von hinten erledigen. So, und den hätten wir. 4 Crewmitglieder und dann brauchen wir noch welche. Uns fehlen noch einer. Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, ich muss sogar... Ups. Ich glaube, ich muss sogar hier lang, wenn ich zu der Crew will. Nee, oder? Wo bin ich hier? Ich bin irgendwie in den Katakomben von Nassau. Keine Ahnung, was ich da halt will. Gut, ich habe gerade gedacht, es wären Wachen. Dann hätte ich sie nämlich ein bisschen im Kopf kürzer gemacht. Okay, yep, das sind nur 2, die sollten eigentlich einfach zu holen sein. So, gern geschehen, 4 Crewmitglieder und wir haben alle. Neues Missionsziel, die Hinrichtung erreichen. Gut, wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Hinrichtung ist, ich glaube, ich laufe einfach mal den hier nach. Ich vermute nämlich jetzt einfach mal, dass die da hinlaufen werden. Oder? Warte mal. Die Hinrichtung ist das hier. Nein, das ist ein Assassins-Auftrag. Wo ist die Hinrichtung? So, mein Freund. Rennt ihr gerade zur Hinrichtung oder rennt ihr einfach irgendwo hin? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Warte mal, ist da eine Kiste? Nee, da muss ich just rein. Mir sagt halt auch niemand, wo ich hin soll. Der läuft irgendwo hin, der andere läuft irgendwo hin. Das macht doch hier gerade alles gar keinen Sinn. Warte mal. Da wäre noch eine Gruppe von Personen. Warte, ich kann doch hier... Hauptmissionsziel, Assassins-Auftragsziel... Attentatsziel. Ich sehe hier jetzt aber kein Missionsziel. Ich glaube, ich renne dem Typ jetzt einfach mal nach. Ich glaube nicht, dass das irgendwie ein... Ach so, warte mal. Jetzt habe ich es geblickt. Jetzt hat es geschnackelt und ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich dahin. Wir sind die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Das war blöd. Müssen wir eben den ganzen Weg zurücklaufen.
So, da unten können wir ja durch, das weiß ich ja jetzt. Und da können wir dann wieder hoch. Und so. Was Karten für die Hinrichtung oder was? Also ich kann das nicht gutheißen, mein Freund. Du kannst nicht einfach hier... Ist das hier nicht eine Hinrichtung? Du kannst hier nicht einfach Karten für eine Hinrichtung verkaufen und einfach sagen, ja, YOLO, es kostet halt was dazu, zu gucken, wie andere Leute sterben. Das ist halt nicht so nett. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Und du bist tot. So, warte, wer schießt denn eigentlich hier? Die können nicht einfach schießen. Ach, der da oben schießt. Hat er mich jetzt getötet? Verbündeter ist tot, okay. Anscheinend darf der halt nicht sterben. Der da oben hat ihn gekillt. Okay, auf ein neues. Ich glaube, wir sollten halt ein bisschen mehr aufpassen. Und die Sache ein bisschen ruhiger von hinten angehen. So dass da halt nicht so viel passiert. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut. Ja, ich glaube, der war irgendwie wichtig. So. Ja, schieß halt auf mich. Ich schlag zurück, mein Freund. So. Oha! Wo ist der denn hin? Ist der jetzt ernsthaft? Oh mein Gott. Okay, ja. Kann man natürlich machen. So, den machen wir los. Zwei Crewmitglieder dazugekriegt. Die Taverne erreichen sollen wir. So, aber dieses Mal wieder ein bisschen über die Dächer. Macht nämlich eigentlich ziemlich Spaß hier. Das ist eigentlich das, was das Spiel einfach ausmacht, dass man hier über die Dächer und so kann. In den neuen Assassin's Creed Teilen ist es ja auch teilweise so, dass man wirklich in die Gebäude rein kann, was noch viel besser, was alles noch viel besser macht. Die werde ich natürlich auch alle spielen. Aber zuerst müssen wir diese Taverne halt erreichen. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie El Dorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz. Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000-mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Also ich werde mir das auf jeden Fall holen. Ich glaube, die verarschen mich hier nur ein bisschen. Auch wenn es meine Freunde sind. Was machen, entwaffnen und töten? Ja, bin ich nicht dazu gekommen. Tut mir leid. Den zweiten Teil habe ich natürlich gemacht. Zu töten, aber entwaffnen, tut mir leid. Das ist nicht so mein Stil. Nein, habe ich einfach nicht. Ich weiß nicht mal, wie man die entwaffnet. Das müsste ja eigentlich unser Schiff sein, oder? Glaube ich auf jeden Fall. Da ist... Ah, da ist der andere. Preis und Plünderungen. Priesen und Plünderungen. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt rennen wir noch ein bisschen hier in der Gegend rum. Ich bin mir jetzt nicht sicher, soll ich mir ein Schwert kaufen, soll ich mir kein Schwert kaufen? Ich weiß nicht, wo ich die Checkdoor aufrüsten kann. Ich glaube, da muss ich einfach nur... Checkdoor Upgrades. Aussehen der Checkdoor. Das könnten wir auch mal verändern, weil die sieht jetzt nicht so toll aus. Ach, das kostet irgendwie Ressourcen oder so. Warte mal, ich würde ja gerne das hier ausrüsten.
Aber ich kann gerade. Warte, ich kann das. Ich probiere das jetzt mal kurz. Hier. Rumpfausbau. Kosten. Voraussetzung. Kommen Sie in der Hauptgeschichte weiter voran, um dieses Upgrade freizuschalten. Ich glaube, das ist. Warte. Dieser Satz. Schwarzer Mörser erlaubt der Jackdaw aus großer Entfernung Schäden auszurichten. Warte mal. Jetzt ist jetzt die Frage, sollen wir. Ich glaube, wir haben die nämlich noch gar nicht. Da müssen wir erst weiterkommen. Diese schweren Kugeln richten auf kurze Distanzen Schäden an. Okay, ja, wer hätte es gedacht? Ich glaube, das haben wir ja schon. Das ist eine Tauchglocke. Geil. Okay, was ist das? Das können wir auch alles noch nicht haben. Wir müssen wirklich erstmal die. Oha. Oha. Leute, wir brauchen. Wir brauchen das. Aber ich weiß nicht, wie ich es kaufen kann. Ich glaube, vielleicht muss ich auf mein Schiff gehen. Mal sehen. Ich gehe jetzt mal kurz auf mein Schiff. Ich hoffe, das ist mein Schiff. Ich hoffe jetzt, dass ich mich nicht einfach täusche und das nicht mein Schiff ist. Wir müssen auf dieses schöne Schiff. Ja, das ist unser Schiff. Und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie auf der Checkdoor das ausrüsten können. Weil ich habe jetzt noch nicht ganz geblickt, wie ich das machen kann. Wenn es einer von euch weiß, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ja, ich weiß. Ja, ich bin großartig. Ja, Leute. Ihr müsst mich nicht so begrüßen. Das reicht, wenn ihr Sir zu mir sagt. Okay, jetzt mal gucken. Können wir es jetzt denn ausrüsten? Checkdoor Upgrades. Was sollte ich nochmal machen? Ich wollte das letzte machen, und zwar Harpunenlager. Nee, kann ich auch nicht. In Geschäften erhältlich. Wahrscheinlich muss ich in so einen Waffenladen und kann es da holen. Aber das machen wir dann alles irgendwann beim nächsten Mal wahrscheinlich. Dann sehen wir uns wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Und übrigens, wenn ihr euch fragt, woher ich dieses mit dem Daumen nach unten habe, ich habe mir das bei Debitor abgeguckt, das sage ich ganz ehrlich, weil ich finde es irgendwie, man sagt, ja, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es einem aber nicht gefallen hat, auch wenn man den Typ, der das Video macht, eigentlich ganz gut findet und es hat einem nicht gefallen und der sagt einem einfach, gebt einen Daumen nach oben. Ich persönlich würde es nicht machen, aber wenn jemand sagt, gebt einen Daumen nach oben und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Also ich glaube, ich würde dem eher einen Daumen nach oben geben. Außerdem finde ich, man muss doch nicht einen Daumen nach oben geben, wenn es einem nicht gefallen hat. Das ist einfach so. So, mal sehen, wie weit wir hier hochklettern können. Und dann beenden wir ganz oben wahrscheinlich das Video. Mal sehen. Und wir können wahrscheinlich sogar ganz nach oben. Das fände ich cool. Okay, ja, also balancieren können wir anscheinend. Wir haben schön. Jetzt, warte, ich sehe das gerade gar nicht. Doch, das sind zwei Master, den wir da haben. Können wir eigentlich größere Schiffe haben? Alles unten in die Kommentare. Jetzt würde ich eigentlich gerne nur wissen, können wir diese schöne Festung einnehmen? Und können wir hier runterspringen? Ob wir hier runterspringen können, testen wir dann irgendwann mal. Wenn es euch gefallen hat, ja, na warte, ich habe es alles gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.